Hallöchen Leute und willkommen zurück in einer neuen spannenden Folge Let's Play Minecraft Live in the Woods. Ja, wir sind dabei stehen geblieben, hier unser Haus ein wenig auszubauen. Und zwar war ich gerade dabei, hier eine schöne Glasfront zu bauen. Leider sind die Fenster ja nicht in einem Stück durchsichtig, weil ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass ich nicht genug Glas hatte. Ich konnte selbst nicht Glasscheiben ineinander gesetzt habe, waren sie nicht durchsichtig, also die nicht rahmenlos, sagen wir es mal so. Durchsichtig sind sie ja sowieso nicht. Also sie sind nicht rahmenlos gewesen, was ich mir ja gerne gewünscht hätte, aber das ist ja leider nicht der Fall. So, ich wollte mir noch ein paar Stickies herstellen und das aus dem ganz guten Holz, was hier unten von meiner Haustür wächst. Wofür ich jetzt erstmal hier die Tür aufmachen werde. Achso, geht auch wieder zu direkt schon. War ich doch schon so weit in der Konstruktion gewesen. Nee, und ich muss ja sowieso noch ein bisschen was von der Insel hier wegholzen, weil so allzu viele Bäume wollen wir hier nicht haben. Wir müssen ja ein bisschen Terraform betreiben. Das wird ja meine Landwirtschafts- und Haushaltsinsel hier. Und von hier aus wird es dann viele Wege wie nach Rom geben. Sofern ich da oben rankomme. Da wohl erstmal nicht. Bleiben wir wohl erstmal hierbei. So, mal hier die Büsche weg. So, zack, dann wollen wir hier noch die Bäume wegholzen. Wir wollen ja den Regenwald nicht zerstören. Nein, wir dezimieren unseren kleinen Regenwald hier vor der Haustür nur ein wenig. Zerstört ist er damit noch lange nicht. Nein, sowas würden wir niemals tun. Niemals im Leben. Nein, wir doch nicht. So, unsere Felder wachsen und gedeihen wie nichts. Also einfach total schlecht. Nee, gut, da wollen wir hier nochmal ein bisschen holzen. Zack, das nehmen wir auch noch alles mit. Was, das war schon? Ja, ziemlich kurzer Baum. Okay, schade. Nein, wir würden noch niemals unsere Wälder zerstören. Und ich brauche unbedingt eine Treppe. Unbedingt brauche ich eine Treppe nach oben. So, dann hier, hier, zack. Komm, hoch, hoch. Zack, so, dann kriegen wir den doch noch. Perfekt. So, dann wollen wir wieder in unsere kleine Bude rein. Ah. Und so sind wir drin, perfekt. Okay, alles gut gelaufen. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben hier 22 Schwarzholz noch, das machen wir auch nochmal klein. So, dann haben wir dieses Fichtenholz, das machen wir auch nochmal klein, das können wir... Ich wollte eigentlich da die Bretter von ziehen, aber naja. Gut, dann halt nicht. So, dann die ganzen Stickies. Nur 12 Stickies? Echt jetzt? Gab das echt jetzt so wenig Stickies nur? Lol, jetzt habe ich ein paar mehr bekommen. Irgendwie waren das gerade extrem wenig Stickies dafür, für das, was ich da reingeknallt habe. Aber naja, wenn das Spiel meint, das ist so, dann wird das schon so sein. Das wird schon seine Richtigkeit haben irgendwo. So, jetzt muss ich noch genug Holz in die Mitte packen. So, 64 Stück sollten ja reichen. Und wir haben ein paar Carpenter-Blöcke, also Zimmermannsblöcke. So, dann wollen wir mal schauen. Zimmermannsblöcke hier. So, damit müssen wir unsere Bude noch etwas weiter ausstatten. Zack, 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 zack. Ja, super geil. Das wollte ich nicht. Huch, warum seid ihr denn jetzt nicht mehr so toll in Form? Ich wollte gerade sagen, seid ihr wohl gefälligst auch so toll in Form? Alles ist so toll in Form. Dann kommt ihr hier angeschissen und... Ja, komm, weg, 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 weg. Wenn ich schon hier so in tollen Form hingesetzt werden, schone ich ein wenig den Hammer. So, und dann hier noch. Zack, 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 zack. Perfekt, Alter. Besser kann es gar nicht laufen. So, ich wollte aber auch eine Tür reinhaben, ne? Eigentlich wollte ich hier auch eine Tür haben. Eine relativ große Tür eigentlich so. Ich weiß aber noch nicht, wie die aussehen sollte. Ich wollte die, glaube ich, so ein bisschen verwegen machen. Aber dafür hätte ich mit in den Wald eine Schere nehmen müssen. Ich glaube, das muss ich... Huch! Schmeiß das gute Fleisch hier weg. Ne, dafür hätte ich sowieso noch ein bisschen was in Angriff nehmen müssen, weil das gute, die gute Schere... Ach, hier haben wir sogar noch Glas drin. Perfekt. Hier haben wir Eisen drin. Oh. Ich habe, glaube ich, nämlich gar keine Schere. Ich weiß gar nicht, wie es ging. Eine Schere. Das war eine Schere, ne? Ja, doch, Schere nehmen wir mit. Dann können wir ein bisschen Knochenmehl gleichzeitig auch machen, weil das wollte ich sowieso herstellen. So, verrottetes Fleisch. Können wir das eigentlich braten? Ne, natürlich nicht, aber essen wir dies auch nicht. Aber das können wir braten. Das normale Fleisch. So. Ja. Nahrung kann ich denn. Wohl Zimmer. Mann, ich möchte eine Treppe. Carpenters. Oh, da gebe ich nur so wenig für. Okay, okay. Wenn ich jetzt erstmal ein bisschen Glas machen. Ich habe doch gerade so viel Glas bekommen. Oh, zack. 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 Ja, so viel dazu. Zack. Das ist ja super gerecht aufgeteilt. Ja, komm, Twin Force. Das war natürlich richtig raffiniert von dir. So. Zack. So, weg und weg damit. So, 64 Glas haben wir jetzt. Das geht ja auch nicht verloren, dank unserer neuesten Technik. Und ich sehe gerade, ich habe schon 64 Glas gehabt am Anfang. Verdammt. Ja, schön vors Augen auf. Ich komme so nach dem Motto, ne? So, 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 so. Alter, so ein riesiges Fenster von ist richtig geil. Alter, das ist Porno. Jetzt möchte ich gerne hier noch eine
eine Tür haben. So. So, ich möchte gern hier noch eine große Tür haben. Die mache ich so ein bisschen rechtsversetzt. Mach ich die rechtsversetzt? Ja, ich mache die rechtsversetzt. So ein bisschen hier so. So mittendrin, so leicht Magic-mäßig soll das dann wirken, weil dann möchte ich jetzt nämlich hier die Garage, davon hatte ich auch noch so viel über, von diesem Garagenscheiß da. Dann schauen wir mal, das Garagenzeug, wo habe ich das hingepackt? Hier bestimmt nicht, hier habe ich keine gecrafteten Sachen. Garagentür da. Garagentür des Zimmermanns, was haben wir hier? Bodendecker, okay, keine Ahnung, was es sein soll. So, Garagentür, die setzen wir... Garagen... Ach genau, bei Garagentüren war es ja so, man musste eine Decke haben, ne? Man musste ja zwangsweise... Huch! Nee, so wollte ich das natürlich nicht. Man musste ja zwangsweise eine Decke drüber haben. So, perfekt, genau. Ansonsten kann man... Warum knackt die ganze Zeit das Glas, wenn ich da was raussetze? Sind die so schwer, dass die Blöcke ja durchbrechen oder wie? Oh, was will mir das Spiel damit sagen? Nee, hier wollte ich dann eine kleine Garagentür einbauen, weil ich wollte so eine richtig schöne Tür hier haben. Aber die ist schon wieder falsch rum. Das ist echt ärgerlich. Komm, weg, weg. Ich wollte die von außen haben. So, so und so. Genau. Ah, sehr nice. Hier ist auch richtig rum. Und jetzt gehe ich einmal schnell schlafen. Und dann werde ich mir was ganz Besonderes holen, um die Tür richtig schön passend zu unserem Garten zu machen. Aber dafür ist ja noch Zeit bis morgen. Gute Nacht. Was? Nacht schon zu Ende? Oh, okay, gut. Dann werden wir jetzt mal schnell in den magischen Wald zurückgehen, weil da will ich was ganz Besonderes von so Tür holen. Weil da gibt es so ganz, ganz tolle Sachen. Aber vielleicht kann ich ein bisschen was vom Inventar da lassen. Das ist ja scheiße hier. Was will ich denn damit? Und ich verhungere fast, fällt mir gerade auf. Okay, vielleicht sollte ich erst was essen. Dann sollte ich mir eventuell ein bisschen Zeug hier lassen, weil ich habe keinen Bock, dass das Zeug hier irgendwo verloren geht, weil ich verrecke. Das passiert relativ häufig, leider Gottes. Was aber auch überhaupt nicht an mir und meiner Spielweise liegt. Ich bin so ein guter Let's Player. Da kann das absolut gar nicht dran liegen. So. Euch behalten wir auf Tasche. Spinnenauge. Brauche ich das? So, wo ist meine Truhe der unnützen Dinge? Hier. Leder. Das weg, das weg. Ja, was ist das denn? Flacher. Keine Ahnung, was das ist. Egal, es bleibt hier. So, dann nehme ich mir das gebratene Fleisch noch mit. Dann snacke ich mir damit gleichzeitig ein bisschen was weg. Weil ich habe schon wieder Hunger. Und typisch Minecraft, man hat immer Hunger. So, nee, Stickies war hier richtig. Stickies, Stickies, Stickies. So, 24 Stickies, weg damit. So, dann werde ich ganz gemütlich vorwärts gehen, da ich hier mit 500 Steaks reinknalle. Und dann kann natürlich fressen. Zurück haben wir die ganze Rinderweide da schlafen gelegt. Sonst hätten wir echt ein Problem gehabt. Meine Fresse, das ist ja wohl nicht wahr. Der Typ kann echt fressen wie ein Scheundrescher. So, aber erstmal brauchen wir die Schere gleich. Und dann wollen wir mal ein bisschen... Ja, jetzt muss ich wieder schwimmen, ne? Dann schwimmen wir ein bisschen unter Wasser. Die Tintenfische, die konnten ja auch irgendwas. Ich glaube, die haben Tinte gebracht. Damit konnte ich damit Bücher herstellen. Braucht die ja für die Tintenfische? Ach, ich habe nie rausgefunden, wofür man diese Viecher eigentlich braucht. Und was? Lol. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hier ist keine coole Mine. Und jetzt habe ich eine gefunden. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Luft, Luft. Wir brauchen Sauerstoff, das habe ich ganz vergessen. So ein kleines Minecraft-Vieh wie wir muss ja atmen. Wir brauchen ja dieses Zeug, was so ganz, ganz, ganz blöde Anfänger mal brauchen. Dieses Dings hier. Ja, wie heißt es ja? Genau, Sauerstoff. Richtig ekliges Zeug, Alter. Vor allem, wenn man 6 Stunden lang in einem Klassenraum sitzt mit einfach mal 25 Leuten und keiner die Fenster zwischendrin aufmacht. Und wenn man dann rausgeht in die Pause und wieder reinkommt, Alter Jungs. Macht es nicht. Euch trifft der Schlag. Also, das ist wirklich... Kotzkrampf hoch 10. Alter, das ist richtig ekelhaft und richtig heftig. Aber naja, wem erzähle ich das? Habt ihr wahrscheinlich schon selber mit Erfahrung gemacht. So nice. Das ist nämlich, was ich jetzt haben wollte. Oh, ich kann sogar die Blätter hier abernten, ne? Fällt mir gerade auf. Ich nehme die Blätter mit. Daraus mache ich mir auch ein paar Blöcke des Zimmermanns und dekoriere damit die Terrasse. Das wird geil. Ich kann hier so einen Zaun des Zimmermanns bestimmt auch machen. Und hier sind noch ein paar andere. Die sind nicht so langweilige. Da sind noch ein paar Blümchen. Da kann ich so ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Da komme ich aber nicht ran. Verdammt! Was sind die so weit oben? Verdammt! Oh, Alter, die sind mega hoch. Alter Schwede, was soll das denn? So, zack, das haben wir.
Hier noch ein bisschen was in Gelb für zwischendurch. Hier noch ein bisschen was in Lila, falls ich die Farbe zu schnell mal wechseln möchte. Ja, ja, ganz geil. Ja. Nehmen wir alles. Perfekt. So, gibt es auch Zaun des Zimmermanns eigentlich? Jetzt bin ich ja neugierig geworden. Zaun des Zimmermanns, was ist das hier? Leiter des Zimmermanns, Zaun. Barriere des Zimmermanns, lol, nice. Wenn ich die mit diesen Blüten hier versehen kann, das wird so eine magische Terrasse, das wird richtig cool. Und vielleicht so ein Blumentopf, wo ich dann so einen Baum reinstelle, Alter, ich habe so Pläne, ne? Das wird richtig, richtig geil. Ja, schnaubt ihr mal vor euch dahin, ihr Kühlein. Ich werde nicht Küchen sagen. Hallo, da kann ich mal meinen. Ich denke nicht mal was Falsches hier. Also wirklich. Ich würde nie was Falsches meinen. Aber Weizen. Habe ich eigentlich Weizen? Ich glaube ja nicht, ne? Ja, aber ich habe nie irgendwie Gras zerstört, um irgendwie mal Weizensamen zu kriegen. Weil Weizen brauchen wir auch im lieben Kühlein. Lol, Spinnenaugen findet man ganz sporadisch, wenn man hier einfach mal Rasen zerstört. Ponys. Ja, Ponys haben wir auch ganz viele. So, ja, Rasen. Ich brauche Weizensamen. Hoffentlich finde ich ein paar Weizensamen. Warum kommen denn Spinnenaugen aus dem Rasen raus? Creepy, Alter. Echt creepy. So, das wird zu By the Rain alles abgeerntet hier. Schon wieder Spinnenaugen. Was? Bringen mir die irgendwas? Kann ich die essen? Lol. So, hier alles mal im Abernten. So, alles wegmachen an Rasen. So, habe ich ein bisschen Saat da bekommen? Wie Weizen oder so? Peinkorn. Pinekorn. Oh, plenty. Ja, nein, habe ich nicht. Weizen. Ich habe keine Weizensaat bekommen. Wo ich so viel weggemäht habe. So scheiß Löwenzahn kann ja auch da bleiben oder Pfeffer wächst. Ich dachte, hier wenigstens einmal so ein bisschen Weizensaat. Gibt es das überhaupt noch? Weizen? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich muss es ja Weizen geben, weil ohne Weizen kann ja keine Kühe laufen. Aber es kommt ja auch nirgendwo so wirklich was raus, ne? Lol. Es kommt ja echt nirgendwo was raus. Es kommen ja nur unmenschlich viele Dollys als Schafsaugen. Lol. Was sind so viele Schafsaugen hier drin? Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Aber es kommt definitiv kein Saatgut hier raus. Komisch. So, dann wollen wir das hier nochmal mitnehmen. Vielleicht kann ich, wenn ich das hier in die Hand nehme, ein paar Kühllocken. Das würde mich jetzt mal echt interessieren, wo ich doch gerade hier welche gesehen habe. So, mal schauen. Können wir hier mit ein paar Küchen locken? Hallo? Guck mal. Guck. Nö. Hilft nix. Scheißzeug. Kann hier bleiben oder Pfeffer wächst. So. Nee, dann wollen wir wieder zurück zu unserer Bude dort hinten. Dann die müssen ja noch ein bisschen jetzt unsere Veranda bauen. Das könnte ganz, ganz chillig werden. Sofern ich da irgendwann mal heile rüberkomme. Und zwar innerhalb der nächsten 100 Jahre. Alter, was habe ich hier? Ich glaube, ich muss mal irgendwie da unten alles trocken legen, weil das könnte doch eine ziemlich große Mine werden. Sieht sau nice aus auf jeden Fall da unten. Und da gibt es auch bestimmt viel abzubauen, Alter. Richtig viel abzubauen. Ich lasse mich da echt mal überraschen, was da auf uns zukommt. Also das würde mich echt nochmal interessieren, was dort unten alles ist, was man da alles noch rausholen kann, weil das wird bestimmt richtig groß und ich könnte mich von meiner illegalen Mine dort drüber graben, wobei ich eher glaube, dass das in die Hose geht. Also für eine illegale Mine könnte ich echt, ja, einen Fail leisten und dass es richtig, richtig in die Hose geht. Aber das will ich gar nicht erst probieren, aber ich werde jetzt eine Sache probieren und zwar das, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte jetzt hier dem das Design verpassen. Geht das nicht? Ich kann auch sonst mal jedes Design darüber bügeln. Holz? Glas ging noch auch. Lol, wieso geht ein Glas? Hä, ich bin ein wenig verwirrt gerade. Brauche ich den Hammer? So, der Hammer. So, der Hammer. So, das ist draußen. Eisen, Glas. Normales Glas. Ich möchte eigentlich das hier drüber legen. Warum kann ich das dann nicht drüber legen? Ich kann es sonst auch über dann pappen hier, die Scheiße. Nein, jetzt habe ich es zerstört. Oh, ich bin auch blöd. Wieso? Ach, wahrscheinlich von außen. Nee, auch nicht. Hä? Kann ich dem das Design verpassen? Zu Laubblütendesign? Ja, das geht. Lol. Wieso geht das aber das andere nicht? Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Wieso geht das nicht? Und wieso habe ich nur zwei blaue? Ich habe doch voll viel kaputt gemacht von den blauen. Aber es passt zumindest zu unserem Design hier. Aber ich frage mich gerade nur, wieso, weshalb, warum? Warum das nicht geht? So. Ohne Muster wäre ganz cool. So. Ach, komm schon. Ich will die Scheiße auch. Ah, verdammt. Ich will das doch nur aufmachen. Leute, ich hab. Hä?
Wo ist die Garage hin? Ach, hier. Boah, jetzt dachte ich gerade, hä, wo ist die Garage hin? Hab ich die jetzt vernichtet? Was ist passiert? Lol. Alter, nee, das Spiel ist echt teilweise richtig strange hier. So, jetzt hier die Garage wieder ansetzen. Die öffnen. So. Dann hier. Und in der Mitte kommt das Blaue. So. Schade, nicht das ganz, was ich mir vorgenommen habe. Aber jetzt können wir ja hier noch ein paar Ranken ranpappen. Wieso geht das? Ich kann überall Ranken ranpappen, ja, aber hier nicht. Wieso denn nicht? So, jetzt machen wir uns aber zumindest erstmal das hier, so ein paar Zäune, weil wir wollen auch einen Zaun ringsum haben. Wir wollen nicht, dass wir hier versehentlich von der Terrasse runterdonnern. Aber wie, nee, ich möchte mein Dach endlich. Ich möchte endlich mal hier das Haus fertig bauen. Ich muss hier mal vorankommen. So geht das ja auch nicht hier ewig hier rumzudümpeln. So. Okay, dann wollen wir hier weiterbauen. So, zack, 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 zack. Lol, hier habe ich ja schon relativ hoch gebaut. Okay, sehr nice. Dann hier noch. Sollte eigentlich für die erste Etage erstmal reichen. Also fürs Erdgeschoss, vor allem für die erste Etage. Ich bin immer noch bei der ersten Etage. Ich habe ja nicht mal ein Dach auf der Bude drauf. Das ist mega strange. Ich bin ja so lange schon am Rumwerken und habe immer noch nichts geschissen bekommen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Weil es ist ja auch einfach so, ich habe noch nichts geschissen bekommen. Heftig, heftig, ey. Lol. So, so. So solltet ihr eigentlich aussehen. Du solltest, ja, wie solltest du eigentlich aussehen? So. So solltest du aussehen. Und dann solltest du eigentlich eine Marmorierung haben, aber hast du auch nicht. Okay, das ist natürlich blöd. Zack, zack. Könnte ich bitte erstmal... Ja, danke. So, ich habe hier keinen Bock, die ganze Zeit hier über Dings zu bauen. Hier über 10 Ecken. So, das kann ich mir hier einfach... So. Haben wir das auch... Ey, das ist ja auch falsch hier. Zack, zack. Haben wir das auch erledigt. So, dann können wir... Wie ist das denn hier? 1, 2... Nö? Sie sind leer. Nein! Sie sind aus uns ausgegangen. Die schönen Zimmermannsblöcke schon wieder einmal. Und hier sind nicht mal normale Zimmermannsblöcke drin. Hier sind auch die Gammelblöcke drin. Die mir eigentlich nicht gefallen... Ach, das war ein Zimmermannsblock. Ich weiß gar nicht, was ein Zimmermannsblock... Das war auch ein Zimmermannsblock. Ich weiß gar nicht, was Zimmermannsblöcke hier drin sind und was nicht. Ich glaube, das sollte ich jetzt mal pauschal und chronisch ersetzen. Das Einzige, was wohl standhaft bleibt, sind unsere Grundverschalungen hier. Das war auch ein Zimmermannsblock. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das war einer. Das war keiner. Das war einer. Das war keiner. Lol. Super, super einheitlich gebaut. Schön Forst. Super einheitlich gebaut. Das war einer. Das war einer. Das war einer. Das war einer. Das war auch einer. Wow. Gut, zum Glück haben wir die alle aufgefangen. So, dann wollen wir die mal hier hinknallen. Und zwar bevor hier die ganzen Spinnen hochknipsen. Ja, so. Ja, super. Nee, abbrechen. So, so. Und so. Und das Ganze nochmal so, so, so. Zack, 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 zack. Alter, früher habe ich nie Fenster bei Minecraft eingebaut, weil ich immer dachte, voll schwierig und will ich nicht, da muss man sich voll anstrengen und so, voll kompliziert. Und das ist super easy alles hier. Was habe ich mir damals so einen Film davon gemacht? Ich weiß es echt nicht, beim besten Willen nicht. Pinienholz, wo ich das denn her? Okay, so. Okay, es wird schon wieder dunkel, aber ich will mich jetzt davon nicht stören lassen. Ich werde jetzt hier noch eine Runde ein paar Blöcke craften, hier ein paar Stickies, 24 Stück, 64. So, dann werden wir die komplett nehmen. Die so, die so, die so, die so. Und ja, jetzt sind die Stickies ausgegangen. Jetzt sind sie mir wirklich ausgegangen. Zack, zack. So, und dann die 64 Blöcke in die Mitte. Ich möchte so viel, wie es geht, daraus kriegen. Alter, Zimmermannsblöcke feiere ich richtig, Alter. Nur sie sind ein mega Materialaufwand. Wir haben halt einen Mördermaterialaufwand dafür. Das ist halt mega strange, Alter. Wie viel Material wir wirklich effektiv für den Mist brauchen. So, und dann den hier noch, zack, und euch wieder zurück. So, dann wollen wir jetzt mit den Zimmermannsblöcken hier nochmal die Lücke schließen und würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Live in the Woods mit eurem Twin Force. Bis dahin, tschüss! Ja Leute, unser Haus nimmt doch langsam Gestalt an. Wir haben zwar eine Riesenfläche, die wir bebauen müssen, aber wir haben jetzt quasi die erste Etage fertig, müssen nur noch eine kleine Zwischendecke reinziehen und dann können wir anfangen, das Ganze mit ein wenig Dekoration, also mit ein wenig Maserung zu verzieren, damit das ganze Haus auch noch was aussieht. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Live in the Woods mit eurem Twin Force. Bis dahin, tschüss!